Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu American Theft 80s. So, die Frage ist jetzt, was machen wir? Ich war eben noch mal beim Cop, hab die Heizung runterdrehen lassen, damit wir nicht mehr unter Verdacht sind. Wir hätten jetzt als Aufgabe, wir haben jetzt von Hunter die Aufgabe, diese verschiedenen VHS-Kassetten zu besorgen. In 400, 401, 402, 404. Ich würde das am liebsten auch machen, das Problem ist nur, hier sind überall Tresore drin. Fast überall. Und dafür brauchen wir das Autoschlossknacker-Werkzeug, oder wie das heißt. Deswegen würde ich tatsächlich erstmal noch der Hauptstory folgen, in der Hoffnung, dass wir das bald freigeschaltet bekommen. So, und dafür müssen wir einmal zum Arcade und einmal ans Telefon gehen. So. Klingeln tut's aber nicht. Wir schauen mal. Looks like the situation has gone international. And I don't just mean the mayor's trips to Thailand. One Mr. Gruber is in town. And you two know someone in common. Hunter. I'd wager if you build up a reputation, he'll want you on his payroll. Go make a name for yourself. Then have a chat with Hunter. I think he'll set you up. Mhm. So, klettere die Leiter hinauf. Verdiene dir den Ruf vertrauenswürdig. Bei Raymond und seinem... Wir sind 55 von 100. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall irgendwo in irgendein Haus einbrechen. So, warte mal. Das war 400, 401, 402 und 404. Ist denn irgendwo, wo kein Tresor ist? Da ist ein Tresor. Hier ist kein Tresor. Doch, hier ist doch ein Tresor. 401. Hier ist auch ein Tresor. Hier ist überall ein Tresor. Ah. Na gut, dann nehmen wir mal das hier. Hier sind nämlich viele schöne, teure Gegenstände. Die würde ich gerne mitnehmen und wir holen uns die VHS-Kassette. So. Matthew ist von 14 bis 23 Uhr nicht zu Hause. Und Jennifer ist dann im Wohnzimmer, Toilette. Ja, ich würde auf jeden Fall so gegen 14 Uhr da einmal einsteigen. So, 400. Bevor wir uns schlafen legen. Oh, wir haben gerade die Zeit verpasst, ne? Ah, Matthew. Genau. So, wie kamen wir da rein? Warte mal. Wir mussten irgendwie hier längs, ne? Und dann da rüberhüpfen, ne? So war das doch. So. Genau, er ist in seiner Garage, genau. Wir kamen. Genau, wir müssen da hoch und dann hier rüber. Alles klar. So, ich gehe aber erst nochmal schlafen. Okay, so, einmal hier links. Okay, oh Gott. Diese Wege. So, hier müssen wir längs. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen Umweg gelaufen, ne? Egal. So, zählt das hier als Parkplatz? Können wir hier schlafen? Hä? Nein, halt. Das wollte ich nicht. Ne, wir können hier nicht schlafen. Okay. Oh, hoppsalops. So, Parkplatz. War hier vorne, ne? So. Wir schlafen bis 13 Uhr. Okay. Gut. So, einmal zurück. So, einmal hier und einmal hier. Gut. Die Frage ist, was nehmen wir mit?
Ich weiß nicht, was wir brauchen. Ich würde mal das Brecheisen mitnehmen. Ich nehme mal das Brecheisen mit. Ob das die richtige Wahl ist, weiß ich natürlich nicht, aber... So, hier müssten wir rein. Oh, oh shit. Stop! Shit! Why? Halt! Hau ab! Alter, was willst du von mir? So, einmal ganz schnell weg hier. Na, das geht ja schon wieder gut los hier. So, einmal hier. Nein! Die Lenkung ist kaputt. Ich muss einmal in die Werkstatt. So. Da ist unser Häuschen. So, das sollte ja wohl reichen, ne? Ja, alles klar. Gut. Okay, nochmal ein Versuch. So, das Häuschen müssen wir uns auf jeden Fall auch nochmal kümmern. Ich denke mal, wenn wir das richtig schick machen, schön einrichten und so, können wir das auch richtig teuer verkaufen. Wobei ich immer noch nicht genau weiß, wie das da funktioniert. Aber wie gesagt, da werden wir uns auch noch drum kümmern. So, ich sage, die Lenkung ist kaputt. So. Okay, wir müssen vorsichtiger vorgehen. Wir müssen vorsichtiger. So. Jetzt sieht er uns nicht, ne? Nee. Okay. Müssen auf die Passanten aufpassen. So, einmal hüpfeli-hüpf. Dann hier nochmal. Shit, wir hätten auch noch schlafen müssen, ne? Warte mal, es ist jetzt 15 Uhr. Sie ist von bis 23 Uhr. Okay, das reicht. Das sollte reichen. So, und... So, sie ist jetzt im Wohnzimmer bis 16 Uhr. Und dann ist sie erstmal 4 Stunden kacken. Wahrscheinlich ist das Beste, wenn wir bis... Ach, hier kommen wir gar nicht längs. Warte mal. Doch, ne? Ja, ich dachte eben schon. So. Ja. So und so. Nochmal irgendwie auf dem Dach, ob hier noch irgendwas ist. Nee, außer Müll scheint hier nicht zu sein. Gut. So, sie geht gleich kacken. Das heißt, ich glaube, auf der Toilette ist es am besten. Also ich meine, ich finde es, glaube ich, ist es am besten, wenn sie auf Toilette ist. So. Oh, in 10 Minuten ist sie weg. Hier kommen wir mit dem Dietrich rein, alles klar. Ich warte noch mal eben. So. So schnell, es drückt schon. Ganz, ganz schnell. So, sie ist auf Klo, sehr schön. So, Dietrich benutzen. So, Drucker, nimm wir. Graues Telefon, ich guck erstmal. So, Derby-Schuhe braucht Heinrich. Taschenrechner lasse ich einmal. Die Frage ist, wo ist die VHS-Kassette? Ist die hier irgendwo? So, hier nix. Nichts.
Und nischt. 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 Okay. Wo ist die VHS-Kassette? So, das nehmen wir einmal mit. So, einmal Fenster auf und raus damit. Oh, direkt vors Auto. Nice! Wo ist die VHS-Kassette? Vielleicht in den Schubladen? Oh. Oh. Gefällt mir. So. Bis 20 Uhr ist sie. Okay, wir müssen auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Hier ist der Tresor. Ich hoffe natürlich, die Videokassette ist nicht im Tresor. So, das nehmen wir noch mit. Okay. Alter, hier ist viel zu viel. So. Ich hoffe, sie hört uns nicht. Schwupp. Oh, warte. Warte mal, was war das? Joystick teuer. Okay, nehmen wir auch mit. Alter, hier ist auch noch Keyboard, ist glaube ich auch teuer, ne? Ja, wir werden hier auf jeden Fall noch einige Male herkommen. So. So, Inventar ist voll. Inventar, was liegt denn hier noch? Taschenrechner. Eieiei, Tastatur. Wecker. Wo ist die VHS-Kassette? Kamera, Alter! Oh Gott. Oh, hier lohnt sich's auf jeden Fall. Hier lohnt sich's auf jeden Fall. Hä? Wieso hat die uns jetzt gehört? Kann ich hier nichts aufmachen? Doch. Okay. Shit. So. Oh, hier ist sie. Alles klar. Okay, ich werde jetzt erstmal verschwinden. Und dann werden wir auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Kann ich das noch mitnehmen? Nein. So, können wir hier rausspringen? Ups. So, dann nehmen wir gleich mit. Das ist echt praktisch, ne? Direkt neben dem Pfandhaus. Gefällt mir. So, einmal hier aufmachen. So. Ja, ich habe was für dich. So. Drucker, 127. Ach, scheiße, warte, warte. Ah. Wir müssten eigentlich zu Heinrich, ne? Warte mal, ich werde das erstmal alles ins Auto packen. Ich weiß nicht, was Heinrich haben will. Wir sollten das erstmal noch nicht verkaufen. So, einmal... Ja, und dann mache ich dich einmal hier rein und zu und ach so. Das heißt, nee, warte mal. Ich pack das auch noch mal gleich rein. Okay, so und dann müssen wir auf jeden Fall gleich einmal schlafen. Stopp. So. Gut. So, Klappe zu. Dann einmal Ausrüstung und alles zum Lager. Okay. So, ich höre Schritte. Okay. Alles gut. So, wir müssen einmal schlafen.
Oder wir fahren erstmal eben zu Heinrich. Könnten wir natürlich auch machen. Weil ich brauche definitiv noch Platz im Kofferraum. So, warte mal. Ja, das mache ich mal eben. Die Zeit nehme ich mir. So. Ist ja zum Glück nicht so weit. So, einmal hier links und dann war das ja gleich hier am Anfang, ne? So, irgendwo hier waren die doch, ne? Genau, hier. So. Guten Abend, Jungs. Ich habe hier wieder was Schönes. So, einmal hier. Alle liefern. Okay, was will er denn noch haben? Skizzenbuch? Environment-Spieler, kleiner Fernseher. Derby-Schuhe. Dampfreiniger Mikrowelle. Okay. Müssen wir uns mal versuchen zu merken. So, Reputation. Haben wir das schon über? Ach so, wir müssen noch mal zum... Ja, genau, die Videokassette, die können wir auch schon mal abgeben. Ja. Was wir haben, haben wir schon, ne? Wir geben schon mal die eine Videokassette ab. Und dann werde ich auf jeden Fall nochmal speichern, bevor ich nochmal in 400 reingehe. So, jetzt muss ich gerade überlegen. Hier war das, ne? Ja. So, wir können ja eigentlich schon mal, warte mal. Wir können ja hier schon mal wieder parken. So. Und dann geben wir auf jeden Fall schon mal die Videokassette ab. Moin, Hunter. Can I help you? Ja. So. 600 Tacken. Nice. So, so, wir müssen denn jetzt wieder... Wie lange schlafen? Beziehungsweise wir müssen erstmal den anderen Stuff noch verkaufen. Wir haben ja hier noch was. So. Hast du noch irgendwelche Informationen für mich? Nein, natürlich nicht. So, hier Junge. 35, 44, 107. Ah, die. Obwohl hier Joystick teuer, aber trotzdem nur in Anführungsstrichen 73. Ah, oh, hier. Das sind die nice Sachen. So, Dietrich, kaufen wir nochmal. Wir haben 7000 Euro. Oder Dollar besser gesagt. Gut. So, wir gehen mal wieder schlafen. So, Parkplatz, Parkplatz. Einmal hier. So, wie lange mussten wir jetzt? Wir mussten bis 14 Uhr. 14 bis 23 Uhr, alles klar. Stopp. Das heißt, wir schlafen bis 13 Uhr. Alright. So, und ich werde auf jeden Fall auch nochmal speichern. Sicher ist sicher. So, einmal speichern. Gut. So, Matthew müsste in einer halben Stunde weg sein. Aber eigentlich müssten wir eigentlich hier schon mal rüber können, ne? So, wo ist er? Sieht er uns gleich? Nee, ne? Okay. So, ich muss aufpassen, wenn hier jemand runterkommt, dass wir da nicht gesehen werden. So, wieder hier ruf. Einmal darauf. So, hier kommt gerade keiner längs. Das ist schon mal sehr gut.
Okay, so, dann einmal. So, er müsste doch jetzt gehen, ne? Ja, er ist gegangen. Sehr schön. So. Natürlich wieder den Dietrich. Finde ich ein bisschen schade, dass man die immer wieder knacken muss auf neue. So. Nee. Hallo? So, jetzt. Alright. So. Ach shit, sie ist ja noch im Wohnzimmer, ne? Stimmt, ab wann ging sie? Um 16 Uhr, glaube ich, ne? Ja, sie ging ja erst um 16 Uhr auf Toilette. Shit, das habe ich vergessen. Okay. Wie sieht's denn unten aus? Okay, hier ist nur die Tür nach draußen. Gut, dann müssen wir halt eben kurz warten. Ist hier noch irgendwas? Nee. So, ja, wir müssen noch mal eine Stunde eben warten. Können ja auf jeden Fall schon mal das Fenster aufmachen. So, wir könnten auf jeden Fall schon mal. Hört sie das, wenn wir jetzt mit dem Dietrich hier längs gehen? Ich glaube nicht, ne? Nö. Hat sie nicht gehört. Das ist schon mal gut. So, okay, wir warten noch mal kurz. Jennifer, die drückt die Blase. Du musst jetzt auf Klo. Na komm, geh. Okay, 10 Minuten noch. Consume. Na? So, 57, 58, 59. Was setzt du dich jetzt nochmal hin? Geh auf Toilette. Okay. Sehr schön. So, du mit, wir nehmen hier alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. So, hier war nichts mehr. Auch nichts mehr. Okay, hier war nichts mehr. So, wobei Taschenrechner lohnt sich gar nicht, ne? Warte mal, den droppe ich wieder. Den droppe ich wieder. So, droppen. Telefon weiß ich auch nicht. Ich glaube, das bringt auch nicht allzu viel, ne? So, ich glaube, in den Schränken war nichts mehr. So. Tastatur. Papiere. Okay, ist gar nichts. So, Wecker bringt, glaube ich, auch nichts. Den können wir auch liegen lassen. So, warte mal, wo waren denn die teuren Sachen? Hier, ne? Genau, die Kamera. Wobei, die scheint auch nicht so teuer zu sein. Ne? Aber ich nehme sie trotzdem mal mit. So, einmal dich. Und sonst war hier nichts mehr. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und okay. So, nee, warte. Genau, dich. Ja, ich glaube, jetzt können wir nur noch einfach einsacken, was
wo wir denken, das ist am teuersten. So, Wecker. Ach komm, scheiß drauf. Wir nehmen es mit. So. Frage ist natürlich, ich würde gern wissen, wann kriegen wir dieses Tresorknacker-Werkzeug? Oh, warte mal. Wieso kann ich jetzt nicht aufstehen? So. Nee, den Kochtopf wollte Heinrich nicht. Ja, ich sag mal so, das Wertvollste haben wir mitgenommen, ne? Ich glaube, alles, was wir... Warte mal. Konsole und Kamera haben wir doch mitgenommen. Aufnahmegerät haben wir doch aber mitgenommen, oder nicht? Oder liegt das im Tresor? Wahrscheinlich, ne? Aber wie gesagt, sobald das Autoknacker-Werkzeug freigeschaltet ist, werden wir sowieso nochmal wiederkommen. War hier nicht noch irgendwie ein Fernseher oder irgendwas, was wir raustragen können? So, ne, hier war nichts mehr. Hier war auch nichts mehr, was wir raustragen können. Ne, alles klar. So, das heißt, wir können einmal gehen. So. Gut. Dann würde ich sagen, ich glaube, von den Sachen, die wir jetzt haben, wollte Heinrich nichts haben, ne? So, einmal hier. So, 88, 13. Ja, da ist nämlich noch eine teure. Das ist nur die normale Kugelkamera. Da gab es noch eine teure. Ich gehe mal davon aus, dass die im Tresor ist. So, kitschiges Arme, 112. Rote Brieftasche, hätte ich mir jetzt auch ein bisschen mehr von erwartet, aber egal. Okay. So, Dietrich. Okay. So, wir müssen einfach noch mehr Vertrauen gewinnen bei Raymond und seinem Sohn. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch mehr Videokassetten besorgen. Okay, das heißt, die nächste ist in 401. 401 ist das Gebäude. Okay, mal Drucker teurer, Projektor teuer, blaue Brieftasche teuer. Hinweis, sie hatte kürzlich Probleme mit dem Sicherungskasten. Uhu, uhu. Das heißt, da können wir uns wahrscheinlich mal als Elektriker verkleiden, ne? So, Ashley ist von 9 bis 16 Uhr draußen. Ach so, und er war in der Garage, ne? Das heißt, wir brauchen uns gar nicht verkleiden. Ich glaube, wir kommen da auch so rein. Ja, ich glaube... So, 401 ist das Gebäude. Ja, genau, ich weiß. Ich erinnere mich. Wir müssen uns, glaube ich, gar nicht verkleiden. Wenn sie draußen ist, ist er in der Garage und wir können hier ganz in Ruhe das alles... Oh, warte mal. Oh, okay. Okay, Heinrich haben. Den will Heinrich haben. So, warte. So, das heißt noch... Nein! So, hineinlegen. Hä? So, jetzt. Gut, den fahre ich nochmal eben zu Heinrich. Au, 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 au. So. Links, ne? Genau, links. Sehr schön. Nee, war das noch nicht? Noch ein weiter. So, hier. Schwupp. So, hallo mein Freund. Hier liefern. Alle liefern. So, er will noch einen Dampfgarer. Er will noch einmal Derby-Schuhe. Und einen kleinen Fernseher und... Ja, aber so langsam lichtet sich die Liste. Gut, Leute, ich sag mal vielen Dank fürs Zusehen.
Beim nächsten Mal werden wir in 401 einbrechen, uns die Videokassette holen und noch vieles, vieles anderes Schönes. Danke fürs Zusehen, euch einen schönen Tag, vergesst bitte den Daumen nicht und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.